Herr Generaloberst, wir haben gestern angefangen, von den Kriegsverbrechen zu sprechen. Hören Sie? Und ich möchte zuvor noch einige Vorfragen behandeln. Welche Stellung und welche Aufgaben hatten Sie in der Zeit des Krieges? Ich hatte die gesamte Generalstabsarbeit zu leisten für die strategisch-operative Kriegführung. Mir war daneben unterstellt, die militärische Propagandaabteilung, der die Zusammenarbeit mit der Presse oblag. Und ich hatte als drittes eine Dienststelle, die im Großen gesprochen die Nachrichtenmittel auf die einzelnen Wehrmachtsteile zu verteilen hatte. Das heißt, dieses ganze Aufgabengebiet füllte mich derart aus, dass eine Durcharbeit Nacht für Nacht bis 3 Uhr morgens die Regel war. Mich um andere Dinge noch zu kümmern, blieb gar keine Zeit. Ich musste schon die Zusammenarbeit mit der Presse, die ja täglich informiert werden musste, fast ausschließlich meinem persönlichen Generalstabsoffizier überlassen. Diese Aufgaben, von denen Sie eben gesprochen haben, waren alle Aufgaben Ihres Amtes und das war, nicht wahr, der... Das war der Wehrmachtführungsstab. Wehrmachtführungsstab, dessen Chef Sie waren. Chef ich war. Und eine Abteilung dieses Wehrmachtführungsstabes, die erste und wichtigste Abteilung, war die operative, nicht wahr? War die operative. Und das war Ihr Hauptaufgabenkreis. Die Anklage nennt Sie Stabschef des Feldmarschall Keitel. Was sagen Sie da dazu? Das ist nicht richtig. Und ist ja schon dargelegt worden durch die Gliederung, die im Falle des Feldmarschall Keitels hier vorgelegt wurde. Das ist ein großer Unterschied. Als Stabschef wäre ich ein Gehilfe des Feldmarschalls Keitel gewesen für dessen sämtliche Obliegenheiten. Ich war aber nur der Chef eines der vielen Dienststellen oder einer der vielen Dienststellen, die dem Feldmarschall Keitel unterstanden. Es hat sich nun seit dem Jahre 1941 der Brauch herausgebildet, dass ich mit meiner Operationsabteilung dem Führer unmittelbar die gesamten operativen Dinge vortrug. Während der Feldmarschall Keitel unter Benutzung meiner Quartiermeisterabteilung als eine Art persönlichen Arbeitsstabes alle übrigen Aufgaben übernahm. Hatten Sie als Chef des Wehrmachtführungsstabes eine Befehlsgewalt? Nein, oder besser gesagt, nur über meine Arbeitsstäbe.
Ich unterstand dem Feldmarschall Keitel. Und auch dieser war nicht Befehlshaber, sondern nur Chef eines Stabes. Aber selbstverständlich habe ich in diesem Kriege viele operative Einzelheiten selbst entschieden und selbst unterschrieben. Es gab darüber niemals den geringsten Konflikt mit den Oberbefehlshabern. Weil ich ihr Vertrauen besaß und im allerbesten Einvernehmen mit ihnen arbeitete. Nun ist für den Außenstehenden es nicht ganz einfach zu verstehen, dass obwohl sie keine Befehlsgewalt haben, doch, weiß Gott, wie viele Befehle hier vorliegen, die von ihnen unterschrieben sind. Und zwar in verschiedener Weise unterschrieben. Teils mit ihrem ganzen Namen, teils mit einem J, dem Anfangsbuchstaben ihres Namens. Bitte erklären Sie uns diese Verschiedenheiten. Man muss unterscheiden. Die Befehle, die der Führer selbst unterschrieben hat, waren sie operativer Acht, dann findet sich bei diesen Befehlen am Schlusse unten rechts mein Anfangsbuchstabe. Das heißt, dass ich an der Formulierung dieses Befehles mindestens mitgearbeitet habe. Dann gab es Befehle, die stammten ebenfalls vom Führer. Aber sie waren vom Führer nicht selbst unterschrieben, sondern im Auftrag Jodl. Dann hatten sie aber stets zu Beginn den Satz: Der Führer hat befohlen. Oder der Satz kam im Verlaufe des Befehles vor. Es ging ihm eine Präambel voraus, meist eine Begründung, und dann hieß es, der Führer hat daher befohlen. Und welcher Unterschied besteht jetzt zwischen diesen zwei Gruppen? Warum waren die einen vom Führer unterschrieben, die anderen nicht unterschrieben, sondern nur von Ihnen? Der Unterschied ist lediglich der, dass diese von mir unterschriebenen Befehle von geringerer Wichtigkeit waren. Nun gibt es aber auch Befehle, welche nicht anfangen mit der Führer hat befohlen und doch von Ihnen unterzeichnet sind. Was ist mit diesen? Bei diesen Befehlen lautet die Unterschrift in der Regel der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht im Auftrag Jodl. Das sind Befehle, die gehen von mir aus. Das heißt, ich habe sie formuliert oder mein Stab hat sie formuliert. Der Führer selbst, Feldmarschall Keitel, waren vielleicht darüber unterrichtet, aber nicht immer. Und dann gibt es
noch Befehle. Da findet man auf der ersten Seite oben rechts meine Paraffe. Das sind Befehle von anderen Dienststellen. Und mein J auf der ersten Seite, das bedeutet ausschließlich einen Bürovermerk, dass dieser Befehl mir vorgelegen hat. Ein Beweis, dass ich ihn gelesen habe, ist das nicht. Denn wenn ich beim Überfliegen der ersten Seite gesehen habe, dass es sich um eine Angelegenheit handelt, die meine Arbeit nichts angeht, dann habe ich den Befehl abgezeichnet und beiseite gelegt. Denn ich musste Zeit sparen. Nun gibt es noch eine große Gruppe von Dokumenten, die denn teilweise zum schweren Vorwurf gemacht werden, welche nicht Befehle sind, sondern Vortragsnotizen. Erklären Sie, was denn das bedeutet? Die Vortragsnotiz war eine Einführung in höheren Stäben, bestimmt für Menschen, die nicht die Zeit haben, Riesenakten zu studieren. Eine Vortragsnotiz enthielt deshalb in ganz kurzer, komprimierter Form die Schilderung irgendeines Vorgangs. Oft die Stellungnahme anderer Dienststellen. Manchmal auch einen Vorschlag. Aber was das Entscheidende ist, es war kein Befehl, es war kein Befehlsentwurf, sondern es bildete die Unterlage für einen Befehl. Vielleicht wird das am besten klar, wenn Sie dem Gericht an der Hand des gestern besprochenen Vortragsentwurfs bezüglich der Kommissare dies erklären. Das ist also PS 884, Exhibit R351, gestern schon besprochen. Zweiter Band meines Dokumentenbuches, Seite 152. Ja. Bevor Sie anfangen, möchte ich das Gericht aufmerksam machen auf einen Übersetzungsmangel. Da heißt es eben auf der Seite 152 unter Römisch 1, OKH hat einen Entwurf für Richtlinien betreffend politische Hoheitsträger und so weiter, also betreffend Kommissare, vorgelegt. In der englischen Übersetzung heißt es Army High Command, Präsenz, A Statement, es soll offenbar heißen, a Draft of a Statement. Es ist ein Entwurf. Und im Französischen, das ist mir gar nicht recht verstehbar, da heißt es, Présent une Confirmation des Instructions. Es müsste heißen Projet, offenbar. Also,
Ja, das deutsche Original lautet jedenfalls, OKH hat einen Entwurf für Richtlinien betreffend Behandlung politischer Hoheitsträger und so weiter für die einheitliche Durchführung des bereits am 31.03.41 erteilten Auftrages. Und das sind die Kommissare. Das Ganze ist ein Vortragsnotiz und bitte erklären Sie jetzt, was das bedeutet. Dieses Dokument ist ein typisches Beispiel. Zuerst enthält es den Entwurf einer anderen Dienststelle, des Oberkommandos des Heeres. Aber auch nicht im Wortlaut, sondern nur in einer kurzen, komprimierten Form. Dann zweitens? Dann enthält es unter dem Abschnitt Römisch 2. Das ist Seite 153. Die Auffassung einer anderen Dienststelle, nämlich des Reichsleiters Rosenberg. Dann enthält es einen Vorschlag meines Stabes selbst. Unter Römisch 3. Unter Römisch 3. Das Ganze ist also noch lange kein Befehl, sondern es soll ein solcher werden. Und auf eine solche Vortragsnotiz habe ich natürlich unzählige von kurzen, möchte sagen, saloppen Randbemerkungen gemacht. Als Stichworte für die weitere Behandlung und Besprechung oder Erledigung dieses ganzen Vorganges. Das kann man also nicht mit denselben Maßen messen, wie die wohlüberlegten Worte, die dann in einen endgültigen Befehl kommen. So viel also über die Vortragsnotiz und Ihre Bemerkungen dazu. Nun gehen wir über zu dem höchst heikligen Kapitel des Kommandobefehls. Er hat das Gericht schon mehrfach beschäftigt und er geht ja über die Bedeutung und über die Wirkung dieses Verhandlungssaales noch hinaus, wie wir aus der Zeitung wissen. Ich möchte von Ihnen etwas über die Vorgeschichte hören. Und zwar ist ja so viel schon klargestellt. Der Befehl 498 PS, USA 501. Ich habe ihn nicht in meinem Dokumentenbuch, habe aber den Herrn Generalsekretär gebeten, ihn dem Gericht zur Verfügung zu stellen in den verschiedenen Sprachen. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass das geschehen ist. Zu diesem Befehl ist noch ein Erläuterungsbefehl, beide vom Führer unterschrieben. Das ist PS 503. Exhibit USA 542. My Lord, the order 498 PS is in the Keitel and Jodl document book number 7, page 64. Thank you very much. Der erste Befehl ist an die Truppe gerichtet. Der zweite ist eine Erläuterung an die
Befehlshaber gerichtet. Und der erste Befehl bedroht feindliche Soldaten bei banditenhafter Kampfführung mit der Vernichtung und beruft sich dabei auf den Wehrmachtsbericht. Sagen Sie zunächst, in welchem Zusammenhang steht der Kommandobefehl mit dem Wehrmachtsbericht vom 7.10.42? Ich bitte das Gericht, dass ich in diesem Ausnahmefall etwas ausführlicher werden darf. Es dreht sich bei diesem Befehl um sehr viel. Nicht um mich. Meine Person spielt in diesem Prozess gar keine Rolle. Es dreht sich um die Ehre der deutschen Soldaten und der deutschen Offiziere, die ich hier auch in meiner Person vertrete. Der Kommandobefehl ist mit dem Zusatz im Wehrmachtsbericht vom 7. Oktober 1942 untrennbar verbunden. Denn es ist der Ausführungsbefehl zu dieser Ankündigung im Wehrmachtsbericht. Von wem stammt nun diese Ankündigung im Wehrmachtsbericht? Wer hat sie verfasst? Diesen Wehrmachtsbericht vom 7.10., das heißt, es ist ein Zusatz zum Wehrmachtsbericht, der stammt in dem Hauptteil von mir. Er beschäftigt sich mit der Widerlegung einer Mitteilung des englischen Kriegsministeriums, auf die ich nicht näher eingehen will. Denn es ist ein sehr heikler Punkt und die Anklage wünscht, ihn nicht aufzugreifen. Nun, und der Zusatz? Den Zusatz aber. Dr. Eckstein. We don't know, at least I haven't seen the document of the 7th of October 1942, and the prosecution has made no objection to any answer to any English document, as far as we know. Ja. I think it's most... Ich wollte es vorlegen, dieses Dokument, und es... Es wurde Objection gemacht. But what does the witness, the defendant, mean by saying that the prosecution doesn't wish him to present it or to answer it? Das bedeutet wahrscheinlich die Tatsache, dass wir eben diesen Wehrmachtsbericht nicht vorlegen durften, nicht wahr? Aber er kann ja kurz den Inhalt sagen. Wir wollten den Wehrmacht... Maybe a question of translation, but if he means simply that no evidence has been given by the prosecution on the subject, of course there's no objection to his saying that. But when he says that the prosecution doesn't want to put forward or doesn't want him to answer the document, that's a most improper statement to make. Ah, so. Aha. Ja, also vielleicht sagen Sie ganz kurz den Inhalt des Wehrmachtsberichtes vom 7.10. Ich glaube, Sie haben ihn selber in Ihrem Dokumentenbuch. No, but Dr. Exner, that's not quite what I mean. What the defendant has said was that the prosecution does not want him to deal with this subject. Yes.
Now, that if that is a remark that is made, that is an improper remark to make. The prosecution have got no communication with the defense upon this subject, presumably, except what they have put forward in evidence in this case. Haben Sie verstanden? Sie dürfen ja nicht behaupten, dass Sie diesen Gegenstand nicht berühren dürfen. Wollen Sie vielleicht selber erklären, was Sie gemeint haben? Es ist im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Kommandobefehl auch nur dieser letzte Absatz des Wehrmachtberichtes wichtig, der vom Führer selbst verfasst wurde, wie der Feldmarschall Keitel schon ausgesagt hat, und den auch der Professor Jareis schon hier im Gericht verlesen hat. Es ist nämlich der Satz, der lautet: In Zukunft werden sämtliche Terror- und Sabotagetrupps der Briten und ihrer Helfershelfer, die sich nicht wie Soldaten, sondern wie Banditen benehmen, von den deutschen Truppen auch als solche behandelt werden. Und wo sie auch auftreten, rücksichtslos im Kampf niedergemacht werden. Dieser Zusatz stammt Wort für Wort vom Führer persönlich. Nun, und jetzt wurde gefordert von Ihnen ein Ausführungsbefehl. Wait a minute. Defendant, what the tribunal wants to know is this. You said that the commando order appeared originally in a Wehrmacht report of the 7th of October 1942, which in the main emanated from you, and that that report refuted an English statement by the Ministry of War, which the prosecution did not want you to deal with. What do you mean by that? Ich meinte damit, dass meine Verteidigung beabsichtigte, den gesamten Wehrmachtsbericht vom 7.10. als Dokument, als Beweismittel vorzulegen. Sie hat davon Abstand genommen, als die Anklagebehörde gegen dieses Dokument Einspruch erhob. Lord, I have certainly never objected to this document. I've asked Mr. Roberts, and he tells me that he has never objected to it. And as far as we know, no one on behalf of the prosecution has ever objected to it. I certainly have no objection to it at all myself. I was a member of the English government at the time when this matter is issued, and I've never heard anything about it before. But I've no objection at all. Darf ich etwas sagen? Yes.
falls ein Irrtum hier vorliegt, so ist das umso erfreulicher für uns und wir werden heute Nachmittag oder morgen den Wehrmachtsbefehl vorlegen, um den es sich dreht. Und darf ich nur etwas noch aufklären zu der Frage, die der Herr Präsident an den Angeklagten gerichtet hat. Der Angeklagte hat gesagt, der Wehrmachtsbefehl stammt im Wesentlichen von ihm, in seinem Hauptteil von ihm. Der Zusatz vom Führer. Der Zusatz? Dr. Exner, if you want to correct anything that I have said, you must do it through the witness and not through yourself. You're not entitled to give evidence. You only give evidence through the witness. Yeah. Ja. Also bitte erklären Sie noch einmal, welcher Teil von Ihnen verfasst ist im Wehrmachtsbericht, welcher vom Führer verfasst ist und was der Inhalt dieses Führerzusatzes ist. Der ganze erste Teil dieses Wehrmachtberichtes hat mit Kommandotrupps gar nichts zu tun, sondern er befasst sich mit der berühmten Affäre der Fesselung deutscher Kriegsgefangener am Strande von Dieppe. Ich werde darauf noch zurückkommen. Then you mean that I was correct in saying that in the main it emanated from you. Das absolut der erste Teil dieses Wehrmachtberichtes, den habe ich formuliert. Und er enthält die nachweisbare Widerlegung einer englischen Rundfunkerklärung, die das britische Kriegsministerium abgegeben hat. Diese Erklärung des britischen Kriegsministeriums war falsch. Und warum sie falsch war, das habe ich hier zusammengestellt aufgrund unserer bei uns vorliegenden Protokolle, Fotografien und eidlichen Aussagen. Mit Kommandos, mit Repressalien hatte diese Angelegenheit zunächst noch nichts zu tun. Das ist erst in diesen Wehrmachtsbericht hineingekommen durch den Zusatz des Führers, der mit dem Satze beginnt, das Oberkommando der Wehrmacht sieht sich daher gezwungen, Folgendes anzuordnen. Nun wurde es für notwendig befunden, diese Ankündigung im Wehrmachtsbericht auszuführen in einem Ausführungsbefehl. Hat der Führer von Ihnen Entwürfe über einen Ausführungsbefehl verlangt? Nachdem der Führer diesen letzten Zusatz geschrieben hatte, wandte er sich an den Feldmarschall Keitel und an mich und forderte nun einen Ausführungsbefehl zu dieser allgemeinen Ankündigung im Wehrmachtsbericht. Er gab dabei gleichzeitig die Parole: Aber ich wünsche keine Kriegsgerichte. Haben Sie dann einen Entwurf gemacht? Ich hatte nun eine Menge von Zweifeln, die mir auch eine genaue Durchsicht der Haager Landkriegsordnung keineswegs beseitigen konnte.
Weder der Feldmarschall Keitel, noch ich haben einen derartigen Entwurf angefertigt. Wohl aber hat mein Stab aus eigener Initiative von verschiedenen Dienststellen Entwürfe und deren Ansichten eingefordert. Und so entstand das Dokument PS 1263, auf das ich später noch zurückkomme. 1263 PS, do you mean? Ja, 1263, das ist Seite 104 des zweiten Bandes meines Dokumentenbuches. 1263, RF 365. Aber davon sprechen wir später. Page 204. Did you say page 204? No. 104. Zweiter Band, 104. Ja, bitte, setzen Sie fort. Haben Sie... Mein Wunsch war nun ein ganz anderer. Meine Absicht war, einen Befehl überhaupt zu vermeiden. Ich erwartete eigentlich, dass auf die Ankündigung im Wehrmachtsbericht hin, die ja nicht verheimlicht worden ist, sondern die offen durch den Äther in die ganze Welt ging, das englische Kriegsministerium, sei es unmittelbar, sei es auf dem Weg über Genf, erneut an uns herantreten würde, wie es vorher schon einige Male geschehen war. Damit hoffte ich, die ganze Angelegenheit auf die Ebene des Auswärtigen Amtes zu schieben. Das geschah aber nicht. Das englische Kriegsministerium blieb stumm. Inzwischen waren 10 Tage vergangen. Und es war nichts geschehen. Da kam am 17. Oktober der Chefadjutant des Führers General Schmund zu mir. Und sagte, der Führer verlangt den Ausführungsbefehl. Ich gab ihm wörtlich folgende Antwort. Sagen Sie ihm einen schönen Gruß. Einen solchen Befehl mache ich nicht. Schmund lachte daraufhin und sagte, das kann ich aber nicht sagen.
Darauf meine Antwort? Gut, dann melden Sie dem Führer. Ich wisse nicht, wie man einen solchen Befehl völkerrechtlich begründen solle. Damit ging er. Ich hoffte nun, zum Führer bestellt zu werden, um endlich einmal wieder seit vielen Monaten persönlich mit ihm sprechen zu können. Das fiel gerade in die Krise. Es war die Vinica-Krise. Ja. Ich wollte dadurch erreichen, entweder die Möglichkeit, meine Bedenken vorzutragen, oder hinausgeworfen zu werden. In beiden Fällen war mir geholfen. Aber keines von beiden geschah. Nach wenigen Minuten rief mich Schmund an und teilte mir mit, der Führer mache die Befehle selbst. Am 18. Oktober brachte mir nun wieder Schmund persönlich die beiden Befehle des Führers. Den Befehl an die Truppe und den Begründung dazu für die Kommandeure. Are you referring to two documents which are before us? Es sind die beiden Dokumente 498 und 503 PS. Das heißt, das, was das Gericht als diese Dokumente hat, das sind nicht die Originale des Führers. Diese Originale habe ich aber abgegeben, in Flensburg persönlich. Das, was dem Gericht vorliegt, sind Abschriften dieser Originale oder Vervielfältigungen meines Stabes. Nun eine Zwischenfrage. Sie erwähnten, dass Ihr Stab etwas ausgearbeitet hat und haben sich berufen auf PS 1263, was dem Gericht auch vorliegt, und zwar unter Seite 104 des zweiten Bandes. Auf diese Urkunde haben Sie Seite 106 zwei Bemerkungen gemacht. Die erste Bemerkung, 106, heißt Nein. Im Französischen, in der französischen Übersetzung fehlt das, dieses Non. Bitte das zu ergänzen. Und in der, auf derselben Seite unten steht von Ihnen handschriftlich, das geht auch nicht. J. Jodl. Bitte erklären Sie, um was sich da dreht im Ganzen. Wie ich dem Gericht schon erklärte, hat mein Stab, wie in der ersten Ziffer zu lesen ist, auf Seite 104, von sich aus Vorschläge einverlangt. Und zwar von dem Amt Auslandabwehr, sprich Canaris,
denn bei ihm befand sich die Völkerrechtsgruppe. Und zweitens von der Wehrmacht Rechtsabteilung, das heißt das WR. Da es sich ja immerhin um eine rechtliche Angelegenheit handelte. Auf der Seite 106 findet das Gericht nun den Vorschlag, den das Amt Auslandabwehr gemacht hat. Und zwar die Auslandsabteilung dieses Amtes. Und die machte nun in der Ziffer A den Vorschlag, Angehörige von Terror- und Sabotagetrupps, die ohne Uniform, also in Zivil oder in deutscher Uniform aufgegriffen werden, als Banditen zu behandeln, oder wenn man sie außerhalb von Kampfhandlungen aufgreifen sollte, durch einen Offizier kurz vernehmen zu lassen und dann standgerichtlich mit ihnen zu verfahren. Das war ganz unmöglich, denn wenn man einen Soldaten in Zivil antrifft, ohne Uniform, dann konnte ja niemand wissen, um was es sich dabei handelt. Das konnte ein Spion sein. Das konnte ein entwichener Kriegsgefangener sein. Das konnte ein feindlicher Flieger sein, der durch Absprung sein Leben gerettet hat und nun in Zivil unterzutauchen hoffte. Das musste festgestellt werden durch einen erfahrenen Untersuchungsrichter und nicht durch ein Standgericht, bestehend aus irgendeinem Leutnant und zwei Unteroffizieren oder zwei Soldaten. Damit war dem Wehrmachtführungsstab die Rolle eines Kriegsgerichtes zugeschoben. Was er niemals sein konnte. Also ich muss schon für mich in Anspruch nehmen, dass ich dank meiner größeren Erfahrung diese Probleme etwas genauer durchdacht habe als manche meiner Untergebenen. Sie haben also diesen Vorschlag abgelehnt, aber gegen den Führerbefehl hatten Sie, wie Sie gesagt haben, auch Ihre schweren Bedenken. Jetzt sagen Sie zunächst einmal, welche Bedenken hatten Sie denn? Ich hatte zunächst eine Reihe von rechtlichen Zweifeln. Dann war der Befehl mehrdeutig. Und dann war er zu unklar für die Praxis. Gerade in diesem Falle hielt ich Kriegsgerichte für unbedingt notwendig. Ich bin mir dessen bewusst, dass auch Gerichte manchmal bewusst oder unbewusst unter einem Zwang stehen können und nicht nur nach dem Rechte urteilen.
aber eine gewisse Gewähr. Für Fehlentscheidungen bilden Sie doch. Daher wollten Sie also ein gerichtliches Verfahren einschalten, wenn ich recht verstehe. Nun, was meinten Sie mit unklar, mehrdeutig? Der Gedanke war doch der. Soldaten, die sich in ihren Handlungen außerhalb des Kriegsrechts stellen, haben auch keinen Anspruch, nach Kriegsrecht behandelt zu werden. Ein Grundsatz, der im Völkerrecht, zum Beispiel bei dem Begriff des Spions oder des Franc-Tireurs, absolut anerkannt ist. Durch diesen Befehl sollte eine gewisse Abschränkung erzielt werden gegenüber solchen Kampfmethoden der englischen Kommandotrupps. Aber der Befehl des Führers ging ja weiter. Er sagte nämlich, alle Kommandotrupps sind niederzumachen. Und dagegen hatte ich meine ernsten Bedenken. Welche rechtlichen Zweifel hatten Sie denn? Ich hatte eben diesen Zweifel, dass aufgrund dieses Befehls auch Soldaten niedergemacht würden. Defendant, it isn't necessary to speak so slowly. If you can speak a little bit more fast. Ich hatte die Sorge, dass nicht nur feindliche Soldaten niedergemacht würden, die sich, um den Führerausdruck zu gebrauchen, wirklich wie Banditen benommen haben, sondern auch anständige Soldaten. Es kam als zweites dazu, und das stieß mich besonders ab, dass in dem allerletzten Zusatz im Dokument 503 PS befohlen war, auch Gefangene zu erschießen, auch Soldaten zu erschießen, nachdem sie gefangen genommen waren und nachdem man sie verhört hatte. Was mir aber völlig unklar war, das war die allgemeine Rechtslage, ob ein Soldat, der sich vorher banditenhaft benommen hat, durch seine Gefangennahme überhaupt in den Rechtszustand des Kriegsgefangenen überführt wird, ob er in diesen Rechtszustand überhaupt eintritt. Oder ob er sich nicht durch seine Handlung vorher bereits außerhalb dieses Rechtszustandes gesetzt hat. Sie meinen damit die Genfer Konvention? Ich meine damit die Genfer Konvention. Nun, dass feindliche Kämpfer, die sich unsoldatisch benehmen oder benommen hatten, nicht als Soldaten behandelt werden, war Ihnen das an sich verständlich?
Das war mir absolut verständlich. Und nicht nur mir. Der Führer hatte nämlich sehr bittere Meldungen. Wir hatten die sämtlichen Befehle der kanadischen Landungsbrigade von Dieppe erbeutet. Sie sind im Original vor mir gelegen. In diesen Befehlen war befohlen, dass wo immer es möglich sei, deutschen Gefangenen die Hände zu fesseln sind. Aber nach einiger Zeit bekam ich durch den Oberbefehlshaber West, Sie können schneller sprechen, gerichtliche Protokolle, Zeugenaussagen mit Fotografien belegt. Und daraus ging für mich jedenfalls eindeutig hervor, dass mehrere Leute, die der Organisation Todt angehörten, Familienväter, unbewaffnet, alte Leute, aber mit einer Hakenkreuzbinde am Arm, das war nämlich ihre Ausstattung, so gefesselt worden waren, dass eine Schlinge um ihren Hals war und das Ende des Strickes um die zurückgebogenen Unterschenkel, sodass sie sich selbst erdrosselt hatten. Ich darf dazu sagen, diese Fotografien und diese für mich als eine Tatsache erscheinenden Vorgänge habe ich dem Führer verschwiegen. Ich habe sie dem deutschen Volke verschwiegen und deshalb dem Propagandaministerium verschwiegen. Es kam dann die englische Mitteilung durch den Rundfunk, die lautete, es wird nachdrücklich in Abrede gestellt, dass irgendein deutscher Soldat in Dieppe gefesselt worden ist. Nach einiger Zeit gab es einen Überfall durch ein Kommandotrupp auf der Insel Serk. Wieder bekamen wir eidliche Protokolle, dass dabei Soldaten gefesselt worden waren, deutsche Gefangene. Und endlich erbeuteten wir die sogenannte englische Nahkampfvorschrift. Und die schlug beim Führer dem Fass den Boden aus. Auch sie habe ich genauestens studiert. In ihr waren Abbildungen dargestellt, wie man Menschen fesseln kann, dass sie sich selbst durch die Fesselung töten. Und es war genau registriert, in welcher Zeit der Tod eintritt. Also haben die Begründungen, die Hitler seinen Bericht oder seinen Befehl 498 voraussetzte, auf verlässlich gemeldeten Tatsachen beruhen. Ich erinnere daran, Hitler beruft sich zunächst einmal auf
Teilweise. Ja, auf was berufen Sie? Auf Gefangene, die gefesselt worden sind, auf Gefangene, die getötet werden, auf. Ja, darauf, dass Verbrecher auch als Kommandos angehören. Dr. Exter, wie? You're paraphrasing the evidence in a way that's inaccurate, because the defendant has just said that he kept these things from Hitler. You're now saying that Hitler knew about them. That's not what the witness said. Ja, also, ich muss ihn erfragen, ob die Tatsachen, die, auf die der Befehl sich beruft, ob ihnen die gemeldet waren. Ich glaube, das Gericht hat das Dokument PS 498 vor sich. Das Erste, was der Führer hierin anführt, das ist, dass er allgemein sagt, seit längerer Zeit bedienen sich unsere Gegner in ihrer Kriegführung Methoden, die außerhalb der internationalen Abmachungen von Genf stehen. Diesen Satz muss ich nach den Meldungen, die wir bedauerlicherweise seit dem Sommer 41 bekommen haben, als richtig unterstellen. Ich will auf die Fälle nicht eingehen. Es war ein unerhörter Vorfall eines englischen Unterseeboots in der Ägäis. Es war der Befehl in Nordafrika, deutschen Kriegsgefangenen kein Wasser zu geben, bevor sie vernommen sind. Also, es waren eine Menge solcher Meldungen. Wait a minute. Ich will auch nicht weiter davon sprechen. Ich will nur, und das muss ich wohl, nachweisen, dass im Allgemeinen die Begründung, die der Führer für den Befehl gegeben hat, nicht nur einer krankhaften Fantasie entsprungen sind, sondern dass er schon sehr reale Unterlagen dafür hatte und wir auch. Denn es ist ja ein großer Unterschied, ob auch ich innerlich eine gewisse Berechtigung für diesen Befehl zugeben musste oder ob ich den ganzen Befehl für einen offenen Skandal hielt. Das ist doch für mein Verhalten sehr wesentlich. Aber ich will es ganz kurz machen, dass vielfach Vorbestrafte und Verbrecher mit bei den Kommandos, die ja aus verwegenen Menschen bestanden, beteiligt waren. Darüber lagen Gefangenenaussagen vor. Dass sie Gefangene gefesselt hatten, dafür hatten wir erbeutete Befehle, Zeugenaussagen. Well, you've told us that already. We've heard that more than once, that you had evidence before you that prisoners were shackled, and that you had the Canadian orders before you. Ich darf dann nur. Vielleicht sagen Sie nur ein Wort bezüglich des Tötens. Ich darf dann nur abschließend sagen, ich habe keinen Befehl gesehen, wonach, einen erbeuteten Befehl, wonach befohlen worden wäre, deutsche Kriegsgefangene zu töten, was auch als Begründung in dem Führerbefehl enthalten ist. Aber ich darf erklären, dass das englische Kriegsministerium uns mitgeteilt hat, ich weiß nicht mehr sicher über Genf oder durch den Rundfunk, dass es sehr wohl Fälle geben könne, in denen man Kriegsgefangene töten müsse, in denen man Kriegsgefangenen fesseln müsse, weil man sonst gezwungen wäre, sie zu töten.
Wenn der Führer also zum Schluss hier noch schreibt, es sind Befehle gefunden worden, dass Gefangene grundsätzlich zu töten seien durch die Kommandos, so hatte er meiner Auffassung nach das bezogen auf die englische Nahkampfvorschrift, wo ja Fesselungen beschrieben waren, die zum Tode führen mussten. Nun, sagen Sie, worin bestand Ihre eigene Beteiligung an diesem Kommandobefehl? Meine persönliche Beteiligung bestand nur darin, dass ich diesen Befehl auf ausdrückliche Anordnung hin verteilt habe oder verteilen ließ. Die Anklage hat nämlich einmal mündlich behauptet, sie hätten auch den Befehl, einen dieser beiden Befehle, ich weiß nicht welchen, unterschrieben. Das ist nicht richtig, nicht? Nein, ich habe nur eine allgemeine Geheimhaltungsverfügung dazu unterschrieben, zu dem einen Befehl. Ja, davon reden wir gleich. Sagen Sie, hätten Sie die Weitergabe des Befehls verweigern können? Nein, die Weitergabe eines Befehls vom Führer persönlich verweigern, da wäre ich auf der Stelle abgeführt worden. Und da muss ich auch sagen, mit Recht. Aber wie gesagt, ich war mir ja gar nicht sicher, ob dieser Befehl, sei es in seiner Gesamtheit, sei es auch nur in Teilen, wirklich rechtswidrig war. Ich weiß es auch heute noch nicht. Und ich bin überzeugt, dass wenn man ein Konzilium von Völkerrechtslehrern hier einberufen würde, wahrscheinlich jeder darüber eine andere Ansicht hätte. Herr General, aber Sie können schneller sprechen. Hätten Sie einige Gegenvorstellungen machen können? Zu anderen Zeiten wahrscheinlich ja. In dieser Zeit, die ja eine Konfliktzeit mit dem Führer war, habe ich ihn überhaupt persönlich gar nicht sprechen können. Während des allgemeinen Lagevortrages dieses Problem anzuschneiden, war ganz unmöglich. Ich hatte daher die Absicht, bei der Ausführung dieses Befehls eine möglichst weitherzige Praxis zu befolgen. Und ich war sicher, dass auch die Oberbefehlshaber das tun würden. Was meinen Sie mit weitherziger Praxis? Lässt denn der Befehl verschiedene Auslegungen zu? Ja. Der Befehl gab zwei Handhaben, um zu vermeiden, dass wirklich anständige Soldaten wie Verbrecher behandelt wurden. Wenn nämlich ein solcher Kommandotrupp in einem meist nächtlichen Kampf von der Truppe nicht niedergemacht worden war, sondern, wie es beinahe die Regel war, gefangen genommen wurde, so war das schon ein gewisser Beweis, dass die Truppe diese Kämpfer nicht als Banditen empfunden hat. Es war nun zu prüfen durch die Oberbefehlshaber,
handelte es sich um ein reines Erkundungs- oder Aufklärungsunternehmen. Dann fiel die ganze Kampfhandlung überhaupt nicht unter den Begriff des Kommandobefehls. Er brauchte gar nicht gemeldet werden als Kommandounternehmer. War es aber ein wirklicher Sabotage- und Zerstörungstrupp, so musste geprüft werden, wie ist er denn ausgerüstet? Hat er zivil unter der Uniform? Hat er die berühmte Achselpistole, aus der sich der Schuss löst, wenn man die Hände hochhebt, um sich zu ergeben? Hat er sich sonst wie im Kampf gemein benommen? Und je nachdem diese Prüfung ausfiel, konnten die Oberbefehlshaber handeln. Ich glaube, dass nach diesen Gesichtspunkten es durchaus möglich war, und so ist es vielfach, oder ich möchte beinahe sagen, vorwiegend auch geschehen, die Erschießung von tapferen, anständigen Soldaten zu vermeiden. Haben Sie selbst Einfluss auf die Praxis der Truppe nehmen können? Ich habe verschiedentlich Einfluss genommen. Wenn mir gemeldet worden war, dass ein solcher Trupp gefangen genommen wurde, was er ja eigentlich gar nicht durfte nach dem Führerbefehl, dann habe ich das nicht beanstandet und habe nicht zurückgefragt. Ich habe Kommandounternehmen überhaupt, wenn sie nicht einen großen Sprengerfolg hatten, dem Führer nicht vorgetragen. Und ich habe ihn letzten Endes von manchen zu schroffen Auffassungen abgebracht, wie im Fall Pescara, den der Feldmarschall Kesselring schon hier geschildert hat, wo es mir gelang, dem Führer zu überzeugen, dass das wirklich nur ein Erkundungstrupp war. Sind tatsächlich viele Trupps niedergemacht worden? Die Kommandounternehmen sind durch die öffentliche Ankündigung im Wehrmachtsbericht sehr stark zurückgegangen. Ich glaube nicht, dass in der Gesamtheit mehr als 8 oder 10 Fälle vorkamen. Wenn eine Zeit lang im Wehrmachtsbericht, es handelt sich um die Monate Juli und August 1944, immer größere Zahlen gemeldet wurden von getöteten Terroristen, so sind das keine Kommandotrupps. Sondern es sind die Toten in den Kämpfen mit den Aufständischen in Frankreich. Und das wird bewiesen, wenn das Gericht in dem Dokument 551 PS, Ziffer 4, nachliest. Dort ist es nämlich befohlen. Es ist USA 551.
Auf Seite 117. My Lord, it's page 70. Page 70 of book 7. Ja. Oder 117 unseres zweiten Bandes. Da ist nämlich befohlen. Was befohlen? Hört mich. Nun möchte ich noch ein anderes Dokument mit Ihnen besprechen, nämlich das Dokument PS 532. Well, that'd be time to break off. Ja. Hello, sir. Recording. Attention's been called. Attention's been called. Zum Thema Kommandobefehl gehört noch das Schriftstück PS 532 RF 368. Unser Dokumentenbuch 2, Seite 113. Dieses Dokument ist schon einmal vorgelegt gewesen und war Anlass für einen Protest meinerseits, weil das Dokument nicht unterschrieben ist. Und oder weil das Dokument durchstrichen ist, nicht wahr? Nun, erklären Sie uns, warum Sie diesen Befehlsentwurf, darum handelt es sich ja, durchstrichen haben. Diesen Befehlsentwurf ging ein Antrag des Oberbefehlshabers West voraus. Nunmehr nach der Invasion den Kommandobefehl überhaupt aufzuheben. Und mit diesem Vorschlag stimmte ich überein. Nun war mir hier ein Entwurf vorgelegt worden, der nur eine teilweise Aufhebung enthielt, nämlich für den unmittelbaren Landekopf. Und wo in der Bretagne, also etwas abgesetzt vom Landekopf, wo zu dieser Zeit täglich Fallschirmjäger abgesetzt wurden. Dr. Exner. At the time of your objection, wasn't this document rejected? Oh. You told us that you objected to the document, and what I'm asking you is, ja, what did the tribunal do upon your objection? Did they maintain it or did they deny it? Ja. Der Einspruch wurde aufrechterhalten und das Dokument wurde gestrichen. Glaub mich nicht zu irren. Then why are you putting it in now? Ja, ich habe nicht damals beantragt die Streichung des Dokumentes, sondern ich habe nur beanständigt, dass nicht angegeben war, dass dieses Dokument durchstrichen ist und dass es eine ablehnende handschriftliche Bemerkung von Jodl enthält, wie da hier steht. Und wait a minute. Either the document was offered in evidence or it was not. Either it's got an exhibit number or it has not. And as I understand it, on your objection, the document was rejected. My Lord, might I explain? Yes. My Lord, it was in fact objected to by Dr. Exner, having been given the French exhibit number RF368. And after discussion, it was then stricken from the record.
The English shorthand note reference being page 3631. My lord, in fact, I think both the prosecution and the defense agree that it has Jodl's writing upon it. And therefore, I feel certain there can be no question as to its admissibility, either on behalf of the prosecution or the defense. My lord, I certainly intend, with the permission of the tribunal, to cross-examine about it. And I have not the slightest objection, therefore, to my learned friend, Dr. Exner, putting it in. Very well. Should I give him a new number? Well, as far as I'm concerned, if the court think convenient, RF-368. Yes. Darf es also dabei bleiben bei RF 368? Nun, setzen Sie fort. Es war also zu diesem Zeitpunkt meine Absicht, von dem ganzen Kommandobefehl freizukommen. Und deswegen habe ich neben den Satz in Ziffer 4 die Bemerkung geschrieben, das sollen Sie eben nicht, nämlich als Kommandoangehörige, behandelt werden, und habe die ganze erste Seite durchgestrichen. Das nützte aber nichts, denn noch am selben Tage hat der Führer aufgrund dieses Antrages des Oberbefehlshabers West anders entschieden. Und was er entschieden hat, das ist niedergelegt in dem Dokument 551 PS. 551 PS, USA 551, das ist bei mir im zweiten Band, Seite 115. Ein Befehl betreffend Behandlung Kommandoangehöriger. Bitte setzen Sie jetzt fort. Dieser Befehl nämlich, der enthält einen handschriftlichen Zusatz von Ihnen. Auf dem italienischen Kriegsschauplatz ist sinngemäß zu verfahren. Das ist Seite 117. Jetzt bitte erklären Sie kurz den Inhalt dieses Befehles und den Grund Ihres Zusatzes. Das ist kurz zu erklären. In diesem Befehl ist eine räumliche Einschränkung gemacht worden für die Anwendung des Kommandobefehls. Nämlich? Insofern nämlich, als er nur durchzuführen sei gegenüber feindlichen Unternehmungen rückwärts der Korpsgefechtsstände, aber nicht im Kampfgebiet des Landekopfes. Das war eine räumliche Einschränkung, die bisher noch nicht gegeben war und noch nicht angeordnet war. Und ich übernahm sie sofort für den italienischen Kriegsschauplatz. Denn dort war ja auch eine Kampffront an Land. Denn wenn man diesen Befehl nun in die Praxis von Italien übersetzt, so bedeutete er, dass überhaupt kein Kommandounternehmen mehr, das mit einer Landung an der Küste begann, als Kommandounternehmen betrachtet werden brauchte. Denn alle diese Anlandungen, die fanden ja vor den Korpsgefechtsständen statt. Infolgedessen war es von mir
außerordentlich erwünscht, dieselbe Erleichterung auch für den ganzen italienischen Kriegsschauplatz anwenden zu können. Ich möchte nur einen Absatz vorlesen von Seite 116. Der zweite Absatz von Nummer 1. Im ersten Absatz nämlich heißt es, der Befehl bleibt aufrecht. Im zweiten Absatz heißt es, ausgenommen bleiben feindliche Soldaten in Uniform in unmittelbarem Kampfgebiet des Landekopfes. Das heißt, das ist jetzt wichtig, das heißt im Bereich der in vorderer Linie kämpfenden Divisionen sowie der Reserven bis einschließlich Generalkommandos gemäß Ziffer 5 des grundlegenden Befehls. Das Wort Generalkommando bedeutet so viel wie Korpskommando und das ist auch im Englischen und Französischen nicht ganz richtig übersetzt. Und diese Einschränkung, örtliche Einschränkung der Gültigkeit des Befehles, sollte nun nach dem Zusatz von Jodl auch da gelten, auch in Italien gelten. Nun, ich möchte Sie zum Abschluss, ja, da habe ich noch eine wichtige Frage. Dr. Exner, what is it you're saying about this translation? Ja, also Sie übersetzen, bitte sagen Sie mir. Das Wort Generalkommando ist also im, was ist das, Französisch? Das ist der französische Text. Im Französischen übersetzt mit unter 1 am Ende. Risco Region Militaire. Region Militaire. Das versteht man nicht recht. Region Militaire. Und im Englischen? To the Corps Command. Im Englischen heißt Corps Command. Das ist richtig. Das ist richtig. Im Englischen ist es richtig. Da heißt Corps Command. Das ist dasselbe wie Generalkommand. Dr. Exner, the Tribunal would prefer that you should draw the attention of the Tribunal to anything which you say is a mistranslation, rather than stating that it is a mistranslation. After all, it's a question of opinion whether it's a mistranslation or not. And it isn't for you to tell us that it is a mistranslation. You may draw our attention to it and say that you submit that it's a mistranslation. But now, will you tell us this also? In one copy of this document, 551, it appears to be signed by or initialed by Varlamont. In the other, in your version of the translation, it appears to be signed by the defendant Keitel. What is the explanation of that? My lord, might I tell you, lordship, I think the court should get the original from the court exhibit room, because 551 PS in fact consists of three documents. My lord, the first is a draft altered in pencil. The second is a draft, initial W, that's Varlamont, with Jodl's pencil notes at the end, extending it to Italy. And the third is the final order, in which the pencil note of Jodl and the alteration of the distribution to Italy is incorporated. And so there are really three documents, and the last is a mimeographed document with a mimeographed signature of Keitel. Mm-hmm. That appears from the original file. You like?
Go on, Dr. Exner. Nun, die Anklage betont ganz besonders, dass sie die Geheimhaltung dieses Befehles so dringend angeordnet haben, dass sie gesagt haben, er dürfe nur bis zu den Kommandeuren verteilt werden, dass er keinesfalls in Feindeshand fallen soll. Das haben sie alles angeordnet für den zweiten Befehl, für den Begründungsbefehl 500 PS 503. Jetzt sagen Sie mir, warum Sie so strenge Geheimhaltung befohlen haben. Diese Geheimhaltungsverfügung bezieht sich tatsächlich nur auf Dokument 503. Ich möchte hinzufügen, das ist in meinem Dokumentenbuch zweiter Band 102. Das ist der Befehl der Geheimhaltung von Jodl unterzeichnet. Bitte fortsetzen. Für diesen Befehl war eine besondere Geheimhaltung unvermeidbar. Denn erstens richtete er sich ja überhaupt nur an die Kommandeure. Zweitens war in diesem Befehl in aller Ausführlichkeit dargestellt, welche großen Schäden durch diese Kommandounternehmen der deutschen Wehrmacht schon erwachsen waren. Und welche unter Umständen noch eintreten konnten. Fiel dieser Befehl in Feindeshand, so bildete er ja geradezu einen Anreiz, diese Art der Kriegführung im verstärkten Maße fortzusetzen. Und drittens, der Befehl 498 PS, der konnte als eine völkerrechtlich zulässige Repressalie angesehen werden. Aber der allerletzte Satz im Dokument PS 503, ein Satz, aus dem man unschwer erkennen kann, dass er nachträglich hinzugesetzt worden ist. Denn der Befehl schien vorher schon abgeschlossen. Dieser Satz, muss ich sagen, der empörte mich. Und das war mit ein Grund, warum ich diese besonders strenge Geheimhaltung für diesen Befehl angeordnet habe. Which sentence are you referring to? Ich beziehe mich auf den letzten Satz des Dokuments PS 503, der lautet, sollte sich die Zweckmäßigkeit ergeben, aus Vernehmungsgründen einen oder zwei Mann zunächst noch auszusparen, so sind diese nach ihrer Vernehmung sofort zu erschießen. Ich kann es nicht beweisen. That's not in 503, is it? Yes, it's where. 503, ja. It's in the other book, there. I see. You haven't printed the whole of 503 in your document book, is that it? Nein, 503 habe ich leider nicht drin, sondern nur den Geheimhaltungsbefehl, Seite 102. No, it's on page 68 of the Aber ich habe ausdrücklich gebeten, er soll dem Gericht vorgelegt werden. I understand now. Ich darf ergänzen, dass dieser Satz überhaupt die Quelle allen Übels geworden ist. Was?
Denn diesen Satz benützte die Truppe, um grundsätzlich oder in der Regel die Kommandotrupps eben nicht niederzumachen, sondern gefangen zu nehmen. Sagen Sie, dieser letzte Satz hat Sie empört, sagen Sie. Waren Sie auch zweifellos auf dem Standpunkt gestanden, dass er völkerrechtswidrig ist? Auch darüber könnte man Zweifel haben. Aber der berührte mich menschlich unangenehm. Denn wenn man schon einen Menschen erschießt, dann empfand ich es unanständig, ihn vorher noch auszupressen. Ich möchte noch mit einer Frage auf das zurückkommen, was Sie uns vor der Pause gesagt haben. Sie sagten, dass Sie dem Führer nicht alles gemeldet haben, nicht alle Kommanden gemeldet haben, einerseits, das war ganz klar. Aber dass Sie auch nicht gemeldet haben, die Dinge, die Sie gehört haben von Feindesseite, die Tötungen und so weiter. Was meinten Sie damit? Ich habe die Ergebnisse von, die, wollen wir sagen, die Völkerrechtsverletzungen nach unserer Ansicht bei Dieppe, die habe ich, die Fesselung deutscher Gefangener, die habe ich alle gemeldet. Ich habe nur eines nicht gemeldet, die Fesselung einiger Leute der Organisation Todt, und zwar auf eine Weise, dass sie sich selbst erdrosselt hatten. Das ist das, was ich nicht gemeldet habe, und das ist auch in keinem Befehl und in keinem Wehrmachtsbericht enthalten. Dr. Exner, the defendant has already told us about this, so why you should ask him again, I don't know. Ja, es schien mir nicht ganz klar, was er nicht gemeldet hat. What he said. He said he didn't report it. So. Nun gehen wir zu einer anderen Sache über, zu dem Befehl bezüglich Leningrad und Moskau. Sagen Sie, wie ist der Befehl Hitlers betreffend des Schicksals der Städte Leningrad und Moskau zustande gekommen? Das ist C-123, zweiter Band, Seite 145 meines Dokumentenbuches. Zweiter Band, 145. Und vorgelegt USR 114. Es ist der Befehl, dass eine Kapitulation nicht anzunehmen ist. Nun sagen Sie, wie ist der zustande gekommen? Bei Beginn des zweiten Absatzes wird das Gericht den Satz finden: Die moralische Berechtigung zu dieser Maßnahme liegt vor aller Welt klar. Das will ich nun tun. Der erste Anlass war eine Meldung des Generalfeldmarschalls von Leeb, also des Oberbefehlshabers der Heeresgruppe Nord vor Leningrad. Er meldete nämlich, dass die Bevölkerung von Leningrad bereits anfinge, gegen seine Linien nach Westen und nach Süden herauszudrücken. Er machte darauf aufmerksam, dass es ihm ganz unmöglich sei,
diese Millionenbevölkerung von Leningrad zu ernähren oder zu versorgen, wenn sie irgendwie in seine Hand käme. Denn die Versorgungsverhältnisse zu dieser Zeit, die Nachschubverhältnisse der Heeresgruppe, waren katastrophal. Das war der erste Anlass. Nun war kurz vorher Kiew von den russischen Armeen aufgegeben worden. Und wir hatten kaum die Stadt besetzt, da ereignete sich eine große Sprengung nach der anderen. Der größte Teil der Innenstadt ist abgebrannt. 50.000 Menschen wurden obdachlos. Deutsche Soldaten waren zur Bekämpfung des Brandes eingesetzt. Wir hatten erhebliche Verluste dabei, denn bei diesem Brand flogen weitere riesige Sprengkammern in die Luft. Der örtliche Kommandant von Kiew dachte zunächst an Sabotage durch die Bevölkerung, bis wir eine Sprengkarte erbeuteten. Und diese Sprengkarte enthielt etwa 50 oder 60 Objekte von Kiew, die zur Sprengung langfristig vorbereitet waren und die, wie die Untersuchungen durch Pioniere sofort ergab, auch richtig war. Es waren mindestens noch 40 solche Objekte sprengfertig vorhanden und großenteils sollte die Sprengung durch Fernzündung von außen her mittels Funkwellen ausgelöst werden. Diese Originalkarte, Sprengkarte, habe ich selbst in meiner Hand gehabt. Damit war festgestellt. Well, I don't think we need go into the details of Kiev. This deals with Leningrad. You're entitled to state in substance what you say happened at Kiev, but we can't investigate the details of it. Ja, Herr Vorsitzender, ich wollte, oder der Angeklagte wollte geltend machen, dass dasselbe, was in Kiew geschehen war, für Leningrad befürchtet wurde. Und I quite understand that. But if he said that he had plans of the blowing up of Leningrad, it would be a different matter. And he could give that in more detail. But what I'm saying is we can't go into the details about Kiev. Ja. Ich möchte in diesem Zusammenhang nur hinweisen, ohne zu verlesen, mein Dokument AJ15, das ist Seite 149 vom zweiten Band. Zweiter Band 159. Das ist ein AJ15. Das ist ein Bericht eben über diese Sprengungen in Kiew. Wir werden aber jetzt nicht mehr darüber sprechen. Ich möchte es nur dem Gericht zur Kenntnis bringen. Bitte setzen Sie fort. Ich brauche da nur mehr abschließend zu sagen, das, was sich in Kiew, in Charkow, in Odessa ereignet hat, das erwartete der Führer auch in Leningrad und eventuell auch in Moskau. Und das war der ausschlaggebende Grund, warum er diesen Befehl, schon vor er hier schriftlich fixiert wurde, mündlich
an das Oberkommando des Heeres gegeben hatte. Und er war noch besonders bestärkt dadurch, dass der Rundfunk ja ohnehin, der russische Rundfunk, mitgeteilt hatte, dass Leningrad unterminiert sei und bis zum letzten Mann verteidigt würde. Um ausschließlich also die deutschen Truppen vor derartigen Katastrophen zu bewahren, wie sie schon eingetreten sind, denn es waren ganze Stäbe in die Luft geflogen, in Kiew und in Charkow. Aus diesem Grund hat er jenen Befehl erlassen, den ich noch einmal auf seinen besonderen Wunsch hin schriftlich fixiert hatte. Der Befehl beginnt deshalb auch mit den Worten: Der Führer hat erneut entschieden, das heißt nochmal zum zweiten Male. Warum wurde befohlen, in der Einkreisung der Stadt Leningrad und Moskau nach Osten Lücken zu lassen? Wir wollten ja diese Massenbevölkerung nicht haben. Wir hatten unsere Erfahrungen in Paris gemacht. Dort war es sogar im Sommer notwendig gewesen, den Transportraum von 4 Divisionen und den ganzen Hilfszug Bayern, der Zehntausende verpflegen konnte, dafür einzusetzen, die Bevölkerung vor Hunger zu bewahren. In Leningrad war das vollkommen unmöglich, denn erstens waren die Bahnen zerstört, die Schienen waren noch nicht umgenagelt auf die andere Spurweite, die Versorgung war außerordentlich schwierig, es war unmöglich, dieser Massen- und Millionenbevölkerung irgendwie zu helfen. Es hätte wirklich eine Katastrophe gegeben. Und deswegen der Gedanke, sie nach Osten hinauszudrücken, in den russischen Raum hinein, ein Gedanke, der im Übrigen der These widerspricht, die hier schon aufgetreten ist, wir hätten die Slawen ausrotten wollen. Nun komme ich zu etwas anderem, nämlich der französische Ankläger hat Ihnen vorgeworfen, Sie hätten in UK 56, das ist RF 1438, in meinem Urkundenbuch, zweiter Band, Seite 153. Sie hätten also in dieser Urkunde die Deportation von Juden befohlen und dadurch als Chef eines militärischen Stabes einen politischen Befehl gegeben. Bitte erklären Sie, wie es zu diesem Befehl kam. I think the translation must have come through wrong. You said two, at least I took it down, page 153. 155, entschuldigen. Seite 155 des zweiten Bandes meines Dokumentenbuchs. Der Befehl selber steht ab 156. Bitte antworten Sie. Zu diesem Dokument ist zu erläutern. Die Deportation von Juden aus Dänemark ist in einer Besprechung, an der ich nicht teilgenommen habe, durch Himmler dem Führer vorgeschlagen worden,
und vom Führer gebilligt oder angeordnet worden. Mitteilung darüber erhielt ich entweder durch den General Schmund oder durch den Botschafter Hebel. Ich habe nun auf Anordnung von Schmund übermittelt, sondern ich habe geschrieben, die Judendeportation wird durch Reichsführer SS durchgeführt. In Punkt 2. Punkt 2. Wäre das ein Befehl gewesen, so hätte er ja an Reichsführer SS gerichtet sein müssen. Und der Wortlaut hätte gelautet, Reichsführer SS hat die Juden aus Dänemark zu deportieren. Genau das Umgekehrte ist der Fall. Diese Ziffer 2 teilt dem General Hannegen in Dänemark mit, dass er mit dieser Geschichte nichts zu tun hat, sondern dass es durch den Reichsführer SS durchgeführt wird. Das musste aber der General von Hannegen in diesem Augenblick wissen. Denn es war militärischer Ausnahmezustand. Er hatte die vollziehende Gewalt in Dänemark. Und wenn etwas ohne sein Wissen etwas derartiges geschehen wäre, so hätte er womöglich sofort dagegen Einspruch erhoben und es nicht geduldet. Nun schien mir die Angelegenheit derart dringlich, damit es keinen Zwischenfall gibt, dass ich ohne Rücksicht auf die Geheimhaltung den Befehlshaber in Dänemark durch das Telefon offen von dieser Angelegenheit verständigte. Und wenn die französische Anklagebehörde von einer Indiskretion sprach, die es den meisten Juden in Dänemark ermöglichte, nach Schweden zu entkommen, so ist sie vermutlich auf dieses Telefongespräch zurückzuführen. Ich habe also, um es abschließend nochmal zu sagen, nicht im Entferntesten daran gedacht, eine Judendeportation zu befehlen, sondern nur dem zuständigen Militärbefehlshaber mitzuteilen, das geht dich nichts an. Im Übrigen sind, wie ich nachträglich gehört habe und mich erkundigt habe, diese Juden nach Theresienstadt gekommen. Die sind durch das Rote Kreuz betreut und besucht worden. Und sogar der dänische Gesandte hat sich mit ihrer Behandlung zufrieden erklärt. Ich möchte hier das Gericht noch einmal einen Punkt hinweisen, den ich für eine mangelhafte Übersetzung des Englischen und Französischen halte. Im Punkt 1 auf Seite 156, zweiter Band, da ist in der Übersetzung nicht das Wort Freiwillige aufgenommen. Es heißt hier, der Reichsführer SS hat die Genehmigung aus den zu entlassenen ehemaligen dänischen Wehrmachtsangehörigen, Freiwillige zu werben. Und das Wort Freiwillige fehlt im Englischen und im Französischen einfach um. Ja, im Französischen heißt es einfach um. Sagen Sie, Sie hatten ja eigentlich mit den
Dingen in besetzten Gebieten nichts zu tun. Das fiel doch eigentlich außerhalb Ihrer Zuständigkeit. Wieso kamen Sie dazu, diesen Befehl da zu unterzeichnen? Diese Angelegenheit ging mich eigentlich gar nichts an. Ich habe sie unterschrieben, weil an diesem Tage der Feldmarschall Keitel nicht da war. Nun sagen Sie, da wir gerade von Juden sprechen, was wussten Sie überhaupt von Judenvernichtung? Ich erinnere Sie dabei an Ihren Eid. Ich weiß, wie unwahrscheinlich alle diese Erklärungen klingen. Aber sehr oft ist eben auch das Unwahrscheinliche wahr und das Wahrscheinliche unwahr. Ich kann nur im vollsten Bewusstsein meiner Verantwortung hier zum Ausdruck bringen, dass ich niemals mit keiner Andeutung, mit keinem Wort, mit keinem Schriftstück von einer Vernichtung von Juden gehört habe. Ich bin ein einziges Mal misstrauisch geworden. Und das war, als Himmler über den Aufstand im jüdischen Ghetto vortrug. Ich glaubte nicht recht an diesen heroischen Kampf. Aber Himmler legte daraufhin sofort Fotografien vor über die Bunker, die dort gebaut waren. Er sagte, ja, das sind auch nicht nur die Juden. Da haben sich polnische Nationalisten hineingerettet. Es ist ein erbitterter Widerstand. Und damit beseitigte er zunächst meinen Argwohn. Are you speaking of Warsaw? Ich spreche von dem Aufstand im Ghetto in Warschau, den ich erfahren habe durch eine persönliche Meldung Himmlers in unserer Gegenwart, in Gegenwart der Soldaten, beim Führer. Und indem er kein anderes Wort sprach, als von einem Aufstand mit erbitterten Kämpfen. Über die Tätigkeit der Polizei, dieser sogenannten Einsatzgruppen und Einsatzkommandos, übrigens ein Begriff, den ich erst hier genau kennengelernt habe, über diese Polizeikräfte ist niemals eine andere Erklärung abgegeben worden durch den Führer selbst, als dass sie dazu notwendig wären, Aufstände, Rebellion, Partisanenkrieg in der Entstehung zu verhindern. Das könne die Wehrmacht nicht. Das sei eine polizeiliche Aufgabe. Und deswegen müsste die Polizei auch in das Operationsgebiet des Heeres hinein. Ich habe niemals eine private Mitteilung über die Vernichtung von Juden gehört, sondern ich habe alle diese Dinge, so wahr ich hier sitze, zum ersten Mal nach Beendigung des Krieges erfahren. Was wussten Sie von den KZs? Well, I don't know if it's necessary to point out to you that you can't speak about there having been no explanation to the Führer. You can only speak about there having been no explanation to yourself. What the translation I heard was that as to these Einsatzgruppen,
there had been no explanation to the Führer, from the Führer, or from Henke. Ich habe gesagt, dass der Führer den Zweck der Polizei uns gegenüber nie anders begründet hat, als mit der Notwendigkeit polizeilicher Maßnahmen. Yes. I misheard the translation. Haben Sie etwas von Konzentrationslagern gewusst oder wie viel haben Sie davon gewusst? Bitte, sich kurz zu fassen. Ich kann kurz sagen, an Konzentrationslagern wusste ich Dachau und Oranienburg. Oranienburg hatten im Jahre 37 auch einmal Offiziere meiner Abteilung besucht und mir begeistert davon berichtet. Den Namen Buchenwald habe ich im Frühjahr 45 zum ersten Mal gehört. Ich hielt ihn für einen neuen Truppenübungsplatz, wie das Wort gefallen ist, und habe mich danach erkundigt. Über die Insassen ist niemals eine andere Darstellung gegeben worden als die deutschen Berufsverbrecher und einige politische, erbitterte Feinde, die aber, wie zum Beispiel Schuschnigg oder Niemöller, in einer Art Ehrenhaft dort lebten. Niemals ist auch nur mit einem Wort davon die Rede gewesen, von Quälereien, von Deportierten, die dort sind, von Kriegsgefangenen, von Verbrennungsöfen, von Gaswagen, von Martern wie in Zeiten der Inquisition, von medizinischen Versuchen. Ich kann nur sagen, selbst wenn ich es gehört hätte, ich hätte es nicht geglaubt, bevor ich es mit eigenen Augen gesehen hätte. Es ist vom französischen Anklagevertreter eine Aussage des deutschen Polizeigenerals Panke verlesen worden, nach der seien sie bei einer Besprechung am 30.12.42 mit Hitler anwesend gewesen und da habe es sich gehandelt um gegen Terror und so weiter in Dänemark. Um Ausgleichsmorde. Was sagen Sie dazu? Ich glaube, es war am 30. Dezember 1943. So. Diese Aussage ist in manchem richtig, in manchem ist sie falsch. Es ist bei dieser Erörterung, wenigstens solange ich dabei war, das Wort Mord überhaupt nie gefallen. Man könnte das doch streichen mit dem Buchholz. Der Führer hat auseinandergesetzt. Der jetzt einsetzende Terror durch Sabotage und Überfälle in Norwegen, den wünsche ich, genau mit denselben Mitteln zu bekämpfen. Also, wenn ein für Deutschland arbeitender dänischer Betrieb in die Luft gesprengt wird, was geschehen ist, dann wird auch ein Betrieb in die Luft gesprengt, der nur für die Dänen arbeitet. Und wenn einzelne Stützpunkte von uns durch Terroristen überfallen werden, was auch geschehen ist, dann werden diese Terroristen aufgesucht
dann werden sie auch umstellt. Dann werden sie auch im Kampf niedergemacht. Und ich wünsche keine Kriegsgerichte, die nur Märtyrer schaffen. Aber mit keinem Wort hat er davon gesprochen, dass man Unschuldige, denen nun zum Ausgleich ermorden solle. Das kann ich nur feststellen, so ist in meiner Gegenwart und in der des Feldmarschalls Keitel gesprochen worden und nicht anders. Und es ist wieder völkerrechtlich höchst fraglich, ob eine Wehrmacht nicht berechtigt ist, die Kampfmethoden der Gegenseite auch ihrerseits bei der Gegenbekämpfung zu übernehmen. Gerade in diesem Franc-Tireur-Krieg, also in der Rebellion, das erscheint mir höchst zweifelhaft. Nun, jedenfalls, Sie sagen, in Ihrer Anwesenheit, waren Sie vielleicht nicht während des ganzen Gespräches anwesend? Oder wissen Sie das? Ich glaube nicht, dass auch in meiner Abwesenheit irgendwas anders gesprochen worden ist. Das können Sie nicht sagen. Ich war einmal kurz, vielleicht für eine Viertelstunde, zum Telefonieren nicht dabei. Nun kommen wir zur Bandenbekämpfung. Es ist hier viel vom Bandenkrieg die Rede gewesen, von Banditen und so weiter. Sagen Sie mal kurz, was waren denn diese Banden? Es ist nicht einfach, diesen Begriff bei den Kampfformen, die dieser Weltkrieg angenommen hatte, klar zu umreißen. Aber 5 Merkmale müssen doch vorliegen. Erstens, es muss eine Kampfgruppe sein, die sich hinter der feindlichen Front gebildet hat, hinter der eigenen Front gebildet hat. Sie ist nicht oder nur teilweise uniformiert. Drittens, sie gehört nicht zur Wehrmacht, organisch zur Wehrmacht, auch wenn sie von ihr Befehle bekommt. Viertens, sie muss in der Lage sein oder ist in der Regel in der Lage, unter der Bevölkerung unterzutauchen. We don't require a lecture, you know, about this matter. Ja, also über den Begriff der Banden ist man sich ja ungefähr im Klaren. Und ich möchte Sie jetzt über den Kampf gegen die Banden befragen. Und dazu muss ich allerdings zuerst vorlesen, was wir über die Banden gehört haben. Das ist ein Dokument L180, USA 276, bei mir im zweiten Band, Seite 121. Das ist ein Gesamtbericht einer Einsatzgruppe im Bandenkampf, und zwar eine Anlage 9 dazu. Und da scheint mir einiges, was in Seite 122 zusammengestellt ist, doch von Bedeutung. Zunächst einmal unter Punkt 5, Römisch 1, Punkt 5, da ist es in den größeren Städten, insbesondere solche mit Industrieanlagen, wurden von den Sowjets vor dem Einmarsch der deutschen Truppen sogenannte Istribitjelny-Bataillons, Vernichtungsbataillons, gebildet. Und dann unter Römisch 3 heißt es, die Aufgaben und die Kampfweise der verschiedenen Partisanengruppen
ist teils aus den Erfahrungen der Bekämpfung, teils aus den erfassten Kampfanweisungen der Partisanen selbst bekannt geworden. Bezeichnend ist die Aussage eines gefangenen Partisanen: Der Partisan muss alles vernichten, was er erreichen kann. Und dann in einer vom Befehlshaber für das rückwärtige Heeresgebiet Nord übermittelten Kampfanweisung für Partisanen heißt es, dass in den vom Feind besetzten Gebieten für ihn und seine Mithelfer unerträgliche Bedingungen zu schaffen sind. Alle Maßnahmen des Gegners sind zu stören. Und dann heißt es Brücken sprengen, Straßen zerstören und so weiter. Ich werde das nicht alles vorlesen. Und dann im letzten Absatz, den ich auf Seite 123 abgeschrieben habe, ist noch ausdrücklich gesagt, dass die Partisanen sich sehr geschickt tarnen, dass sie als Bauern verkleidet manches Mal erscheinen oder sich mit Feldarbeiten beschäftigen, sobald deutsches Militär in die Nähe kommt. Der Zeuge von der Bach-Zalewski, der hat hier ausgesagt, es sei der Kampf gegen die Banden chaotisch durchgeführt worden. Er meinte damit, ohne Regelung von oben her durchgeführt worden. Darüber müssen Sie ja orientiert sein. Ist das richtig? Das ist nicht richtig. Dieser Sachverständige für den Bandenkampf hat offenbar ein schlechtes Gedächtnis. Ich verweise auf das Dokument F-665 im Dokumentenbuch 2, Seite 126. Hier ist wiedergegeben die erste Seite einer Kampfanweisung gegen die Banden. Es nennt sich Merkblatt für die Bandenbekämpfung, das ich persönlich am 6. Mai 1944 unterschrieben habe. Und das Gericht wird finden, dass es im zweiten Satz heißt, Seite 126, das Merkblatt Nummer sowieso, in Klammern Kampfanweisung für die Bandenbekämpfung im Osten, herausgegeben vom Oberkommando der Wehrmacht, Wehrmachtführungsstab, vom 11. November 1942, tritt damit außer Kraft. Damit ist der Beweis geliefert, dass zumindest seit 11. November 1942 im Besitz der Truppe eine vom Wehrmachtführungsstab ausgegebene Vorschrift war, wie man den Bandenkampf zu führen hatte. Ich möchte da auch hinweisen auf mein Dokument AJ1, Seite 133. Das ist ein Affidavit eines Pfarrers Wettberg. Ich will es nicht vorlesen. Der Mann hat sich bei mir gemeldet, weil er selber im Bandenkampf tätig war und bestätigt auch, dass es einen ganz geregelten Bandenkampf schon vor dem neuen Merkblatt, also von 42 an, gegeben hat. Nun,
Sie haben dieses neue Merkblatt da hier im Jahr 44 ohne Genehmigung Hitlers herausgegeben. Nicht wahr? Ja. Was veranlasste Sie dazu? Das ist doch ungewöhnlich. Ich muss dazu sagen, dass dieses Merkblatt weder dem Feldmarschall Keitel noch dem Führer von mir vorgelegt wurde. Denn dieses Merkblatt widerspricht allen bisher gegebenen Befehlen. Es behandelt nämlich, wie ich im Einzelnen später noch nachweisen werde, von diesem Zeitpunkt an die gesamten Banden, sogenannten Banden, in Frankreich und in Jugoslawien. Die russischen Bandengebiete waren inzwischen vor unserer Front. Es behandelt diese Banden als reguläre Truppen. Und damit als Kriegsgefangene. Ich habe diesen ungewöhnlichen Schritt getan, weil mir klar geworden war, nach der vorausgegangenen Erschießung der englischen Fliegeroffiziere von Sagan, dass sich der Führer von diesem Zeitpunkt an um menschliche Rechtsbegriffe nicht mehr kümmerte. Und weil ich seit dem 1. Mai 1944 mich verantwortlich fühlte für Völkerrechtsfragen. Denn das Amt Canaris war am 1. Mai aufgelöst worden. Und die Abteilung Ausland mit der Völkerrechtsgruppe war am 1. Mai unter meinem Befehl getreten. Und ich war entschlossen, keine derartige Völkerrechtsverletzung unsererseits zu dulden und mitzumachen. Und das habe ich von diesem Tage an bis zur Beendigung des Krieges getan. Ich habe mit dieser Vorschrift die gesamten Banden und die Bandenhelfer, ja sogar die in Zivil, als reguläre Truppen und Kriegsgefangene erklärt. Lange bevor Eisenhower diese Stellung der Terroristen in Frankreich von uns gefordert hat. Das geschah nämlich erst am 7. Juli 1944. Die Anklage behauptet, der Bandenkampf sei nur ein Code gewesen, um die Juden und Slawen zu vernichten. Ist das richtig? Der Bandenkampf war eine ungeheuerliche Realität. Ich darf nur, um eine Zahl zu nennen, darauf hinweisen, dass im Juli 1943 1560 Eisenbahnsprengungen in Russland vorkamen. Im September 2600, das sind im Tage 90, es ist das Buch von Ponomarenko erschienen,
über das eine amerikanische Zeitung zitiert hat, dass 500.000 Deutsche durch diese Banden getötet worden sein sollen. Wenn man eine Null hinwegstreicht, so ist das immerhin noch eine beachtliche Leistung für eine friedliche Sowjetbevölkerung. Aber in diesem Buch soll ja stehen, dass die Bevölkerung unaufhörlich feindseliger wurde, Mord und Terror nahmen zu und die friedlichen, die Quisling-Bürgermeister, wurden getötet. Also es war schon ein ungeheuerlicher Kampf, der sich hier im Osten abspielte. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch aufmerksam machen auf einen Eintrag im Tagebuch Jodls 1807 vom 25.05. Das ist Seite 119, zweiter Band meines Dokumentenbuches. Da heißt es vom 25.05. Generaloberst Halder macht den Führer auf zunehmende Partisanen. One moment. The defendant stated, I think, that in this directive of his of the 6th of May 1944 there was an order that guerrillas should be treated as prisoners of war. Will you refer us to the passage? Ja, wollen Sie das sagen? Das steht in der Ziffer 163 auf Seite 131, Seite 131 des zweiten Bandes. Wenn ich es vorlesen darf, ja. Als Kriegsgefangene sind grundsätzlich alle Banditen zu behandeln, die in feindlicher Uniform oder in Zivil im Kampf ergriffen werden oder sich im Kampf ergeben. Das Gleiche gilt für alle Personen, die in unmittelbarem Kampfgebiet angetroffen werden und als Bandenhelfer anzusehen sind. Auch wenn ihnen keine Kampfhandlungen nachgewiesen werden können. Banditen in deutscher Uniform oder der Uniform einer verbündeten Wehrmacht sind nach sorgfältiger Vernehmung zu erschießen, wenn sie im Kampf gefangen genommen werden. Überläufer, gleichgültig in welcher Bekleidung, also auch in deutscher Uniform, setze ich dazu, sind grundsätzlich gut zu behandeln. Die Banden sollen dies erfahren.